Hallo Freunde, wie geht's? Hier ist wieder mal das Piano-Tagebuch von mir. Heute haben wir den 20. Februar 2019. Ich habe mir soeben überlegt, es ist eigentlich schon recht narzisstisch, so ein Video zu machen, weil man schaut wie in einen Spiegel und irgendwie muss man sich daran gewöhnen. Aber ich versuche jetzt mir vorzustellen, dass ihr da drüben seid. Und nun, was spielen wir heute? Heute spiele ich wieder eine Komposition von mir selber. Und zwar heißt sie I'm on my way und sie heißt auch You're on your way. Ich konnte mich nicht richtig entscheiden und irgendwie sind da zwei Titel auf dem Internet. Das Lied ist schon, die Komposition ist schon eigentlich schon sehr alt. Ich habe das ursprünglich mal für eine Frau geschrieben, ich nenne jetzt ihren Namen nicht, und das Thema, und dann habe ich es weiterentwickelt und dann habe ich auch den Text nicht mehr so beziehungsspezifisch gestaltet. Ich habe dann einen anderen Text gewählt und also das Lied existiert auch mit Gesang und ganzer Bandaufnahme. Und weshalb erwähne ich das? Weil ich erwähne das, weil ich auf numberonemusic.com wieder ein positives Feedback zu diesem Lied bekommen habe. Und das hat mich sehr gefreut, aber es ist irgendwie auffällig. Viele junge Leute da, also das freut mich sehr, dass die jungen Leute meine Musik hören, aber es dürfen natürlich auch die älteren Leute, es dürfen alle die Musik hören. Viele Leute da auf Number One Music, die haben das Lied gern. Ich blende mal das ein, numberonemusic.com, und ich schreibe nachher noch einen Link, wo ihr das Lied anhören könnt, im Original, wie ich es aufgenommen habe, 2012 mit Band und allem drum und dran. Also, I'm on my way, ich bin auf dem Weg, was auch immer, jeder ist auf seinem Lebensweg. Und was gibt es da schon zu sagen? Also das Lied gefällt mir immer noch, weil, also jetzt musikalisch nicht, möchte nicht auf den Text eingehen, weil ich habe da eine gewisse Mischung von Rock, Pop und Klassik wieder mal, Progressivrock, was ich ja gerne mache. Und am Schluss gibt es noch so ein Solo, das habe ich ursprünglich eigentlich improvisiert, aber irgendwann wurde dann das wie festgelegt. Also das ist dann eigentlich wie auskomponiert, das tönt ein bisschen nach Haydn oder so für diejenigen, die gerne klassische Musik haben. Und jetzt in dieser Aufnahme, die ihr soeben jetzt dann hören werdet, mache ich noch eine freiere Improvisation zuerst über diese Akkorde und dann mache ich das richtige Solo, das ausgeschriebene. Und das ganze Lied drum und dran. Ja, so viel zu diesem Lied. Und ja, ich möchte nicht mehr hier sagen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und danke fürs Reinhören. Bitte abonnieren, liken, einen Kommentar hinterlassen. Würde mich freuen. Ja. Letzte Woche habe ich nichts von mir hören lassen, weil das war ein bisschen alles ein bisschen streng. Wir sind im Moment viel unterwegs mit den Calimeros. Und ja, ich habe eine Woche ausgelassen, aber ich denke, ihr könnt damit leben. Auf jeden Fall, also mein Ziel ist es, jede Woche ein Video zu machen, aber es kann auch mal sein, eben, dass mal eine Woche ausfällt. Okay, ich danke für euer Verständnis und ich freue mich auf ein Feedback und ich freue mich auf eure Ohren, wenn ihr jetzt ein bisschen zuhört. Und das Lied gibt es übrigens schon mal in der Playlist My Songs. Ich habe noch eine andere Playlist auf YouTube. Da habe ich so offiziell ein bisschen aufgenommen und jetzt habe ich so ein bisschen inoffiziell noch ein bisschen improvisiert und so. Okay, viel Spaß und bis bald!
Thank you.